Mit mehreren Schautafeln und jeder Menge Informationen war am 11. und 12. Juli die Informationstour Biologische Vielfalt – Es geht uns alle an im Tierpark Dessau zu Gast. Das Anliegen des Besuchs liegt angesichts dieses Titels auf der Hand. Bei der Tour möchten wir über die Biodiversität informieren, über den Artenvielfalt, die biologische Vielfalt und möchten im Prinzip darauf aufmerksam machen, was sind die Probleme der biologischen Vielfalt und was können wir selber im Einzelnen tun, in kleinen Schritten, um dagegen zu wirken, dass wir beziehungsweise die Artenvielfalt zu erhalten. Stellvertretend für viele gefährdete Arten der Tier- und Pflanzenwelt standen im Rahmen der Tour die sogenannten sechs Freunde. Haussperling, Apfel, Thunfisch, Eichhörnchen und Co. haben mit verschiedensten Problemen zu kämpfen. Die meisten von ihnen menschgemacht, vom Klimawandel über die Einschleppung fremder Tierarten bis zur Abholzung sauerstoffproduzierender Wälder. Der Einzelne könnte sich angesichts dessen machtlos fühlen, die Tour sollte aber auch zeigen, dass er genau das nicht ist. Denn getan werden kann auch im Kleinen einiges. Wenn Sie selber die Möglichkeit haben, zu Hause einen kleinen Garten anzupflanzen, wenn Sie die Möglichkeit haben, da Wildblumen zu pflanzen, wenn Sie als Beispiel Äpfel kaufen, dass Sie dann nicht nur eine Sorte kaufen, sondern verschiedene Sorten, weil letztendlich die Wirtschaft auch dadurch die Nachfrage angeregt wird. Das heißt, wenn irgendwann auch nur noch eine Sorte Äpfel angebaut wird, sprich Monokultur, ist das auch schädlich. Das sind die Kleinigkeiten. Sie können den Imker unterstützen, indem Sie Honig kaufen, weil wir die Bienen benötigen. Das sind alles Kleinigkeiten, die Sie im alltäglichen Leben dann auch im Alltag sozusagen dann umsetzen können. Dass die Tour, die in jedem Bundesland nur an einem Ort Station macht, in Dessau zu sehen war, lag vor allem am Engagement des Tierparks für den Artenschutz und Vielfalt Teil der täglichen Arbeit sind. Aber auch die Dessau-Roßlauer und andere Gäste hinterließen bei den Tourbegleitern einen bleibenden Eindruck. Also wir sind sehr zufrieden. Wir hatten zwar gestern jetzt nicht besonders viele Besucher, was sicherlich auch an dem Ferienbeginn lag, aber die Kooperation in dem Tierpark hier war super und vor allen Dingen die Gespräche, die wir hatten, waren doch sehr, sehr interessierte Bürger, wo wir auch festgestellt haben, sehr viel über Artenvielfalt und Biodiversität hier schon wissen. Und das ist natürlich für uns ein super Signal, dass wir wissen, okay, hier in Dessau oder von den Besuchern hier ist quasi das Thema Biodiversität nicht fremd. Wer seinen Wissensschatz dennoch ein wenig erfrischen oder erweitern möchte, findet alle Informationen zur Tour Biologische Vielfalt im Internet unter aktion-europa.de. Und alles rund um den Artenschutz natürlich auch bei einem gemütlichen und informativen Tierparkbummel.